Hi, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Runde im Minecraft Redstone Freizeitpark. Na denn, wir haben uns ja zuletzt hier in diese, in die Bergspitze begeben und ruckeln jetzt hier lang. Nein. Das hatten wir gerade hinter uns. Und mal schauen. Ja, Mai, was bist denn du für einer? Wildwasserbahn, Glaciereingang. Okay. Okay. Kein Durchgang. Das ist mir schon klar. Okay, wo geht's lang zur Wildwasser-Glacier-Ruckelbahn? Ach, da lang. 10 Minuten Wartezeit. Tja, aber jetzt... Oh. Fragt mich bitte nicht, aber ich habe... Achtung, am Anfang bitte noch nicht steuern. Sondern ich... Hä? Ach so. Da war mein Kopf. Und ja, diese Attraktion hatte ich ja schon in der letzten Runde. Schön, wie es sich umstellt. Ab wann kann man denn eigentlich steuern? Klick. Bitte erst nach Öffnen des der Sandtür steuern. Gut gemacht. Kann ich jetzt steuern? Was machen die Dorfbewohner da? Hi. Was wird das? Weg da! Aus dem Weg! Ich hab hier... Oh. Na denn. Jetzt haben wir die Dorfbewohner hinter uns gelassen, nachdem ich mal ganz kurz einen kleinen Ausfall hatte. Warum fahren die jetzt eigentlich Dorfbewohner lang? Ich verstehe es nicht. Das war doch letztens gar nicht so. Na, ihr Dorfbewohner? Ha. Warum fahren ihr Dorfbewohner lang, außer dass sie mir im Weg rumgurken? Ja. Hoppla. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Irgendwie macht das die ganze Attraktion für mich kaputt. Na endlich. Einen von denen habe ich endlich überholt. Warum fahren die jetzt Dorfbewohner lang? Das macht doch die ganze Attraktion kaputt. Ja, das macht die Attraktion kaputt. Rein da. Hä? Wo bin ich hier überhaupt? Und wo muss ich überhaupt lang? Ah ja, hier anscheinend. Endlich bin ich die Dorfbewohner los. Huhu, na endlich. Das macht doch jetzt Spaß. Nicht mit irgendwelchen nervtötenden Dorfbewohnern, die in dem Weg rumgurken. Liebes Bauteam von The Jokehaft und Arkenia, bitte, falls ihr das hier seht, seid doch so gut und schreibt, warum hier Dorfbewohner rumgurken. Das wäre sehr nett. Danke. Was steht da? Spätestens jetzt aussteigen. Oh, ich will aber nicht. Na gut. Denn da ist der Kaktus. Na gut. Spätestens jetzt aussteigen. Du solltest hier nicht sein. Ich erinnere mich noch. Hier solltest du nicht sein. Hier auch nicht. Na denn. Da haben wir die Fuhlenrübe
und mal sehen. Untergrund. Bahn zur Bergspitze. Ich denke mal, ich hatte noch nicht alles. Na? Ach so, ich denke, ich weiß, warum das feiert. Da gibt's ja diesen unsichtbaren Rüstungsständer-Trick. Ich bin wirklich gespannt, wie das unter der Erde aussieht. Naja, ich lasse mich überraschen. Ja, das ist also diese Bahn. Bitte die, verlasse die Minecraft zu deiner Linken. Spätestens jetzt aussteigen. Lebensgefahr, du wirst sterben. Sag ich doch. Du wirst sterben, bis du tot bist. Na dann, jetzt sind wir wieder in der Gipfelburg. Und ja, ich denke, das war alles inzwischen. Oder ist hier noch anderweitig was? Wie gesagt, ich bin hier blind drin. Kein Durchgang. Kein Fuhrenrad. Und was ist hier? Eine leere Tür. Aha. Übrigens, mir wurde freundlicherweise gesagt, was Petzen bedeutet. Das ist ein Fachbegriff. Creative Simon. Seretics. Brumm, brumm. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Hebro. The Joecraft. Bonecrafter 123. Steedu. Creative Craft. Shihui. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für euer großes Werk. Etwas Feines gebaut. Etwas, wozu ich nie den Nerv hätte. Ah, da sind ja noch mehr. Der Geist der Petze. Yep, der Beobachterblock. Sono Yu. Teddy GW. Lolli Vaudark. Herr Fliege. Zum. Vinci Dilus. Was für ein Zungenbrecher. Holzkopf 14. Sergius 144. Bekannt für übermäßig viel Laub. Laubbruder. Line Life. Blocknix. Rick. Morty? Nee. Diacrafter 20. Fescher Skin. Zug 2003. Und? Blockuser 77 und MK7 Daniel. Ja, nicht schlecht. Es ist schön, dass ihr gezeigt habt, wer wirklich alles noch an diesem Projekt beteiligt war. Und ja, die Bergspitze ist ja wohl die Spitze der Kreativität, denke ich mal. Und naja, vielen Dank nochmal an dieses Projekt. Und dann schauen wir mal. Hier ist Gornisch. Und es ist schön, dass ihr euch nochmal vermerkt habt. Na denn. Hier ist meine Fuhrenrübe. Halt. Okay, jetzt habe ich schon wieder mal vergessen, wo ich herkomme. So. Gut. Überall meine weiße Fuhrenrübe. Was ist das? Ah. Rakete.
Da bin ich mal gespannt, was damit gemeint ist. Bestimmt wieder mit Minecarts, die da schnell runter, die ziemlich weit unten fahren, damit man sie nicht hört. Und was ist das Braune da? Erstaunlich. Was? Ich bin ja nun mal ein sehr neugieriger Geselle. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Eine dunkle Bahn. Ich kann mir wirklich nicht... Wow. Eine Spacefahrt. Okay. Aha, wahrscheinlich sind die Schienen auf Barriereblöcken gesetzt oder... Oder auf was auch immer. Uiuiui. Und wie habt ihr das gemacht, dass jetzt keine Töne zu hören sind? Uhuhu. Oh. Schicke Effekte. Ich sehe Sterne. Das muss ein gutes Zeichen sein. Ach, das war's schon. Na gut. Schöne Sache. Okay. Hier war ich bereits. Da ging es in die Bahn. Ich glaube, da gab es auch nichts weiter. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Aber, also. Und hier noch eine Fuhlenrübe. Gut. Was ist das hier? Ich glaube, da komme ich her. Oder komme ich hier nicht her? Ich weiß es auch gerade nicht. Quedertraum. Okay, hier war ich bereits. Das ist wahrscheinlich auch der Quedertraum. Haariger Otter. So, ich hau mich hier einfach mal hin. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt zum Schluss gelandet bin. Hier geht's noch weiter hoch. Hübsche Bude. Und ich frage mich, wie macht man das mit den Mustern hier? Und ich frage mich auch, warum es so lecken muss. So, sitzen sich zwei Fohlendrahts gegenüber. Was nach dem Beginn eines hohlen Witzes klingt, ist jetzt einfach nur dazu da, damit ich weiß, wo ich war. Ein hochherrschaftliches Herrenhaus. Sehr schick. Und interessant, wie man das hier mit den Häusern gemacht hat. Von hier komme ich, glaube ich. It's a prank. Sehr witzig. Und wenn hier doch Bilder sind, könnte doch... Nee. Ich mit meinem Glück habe hier eine Stein da. So, ja. So. Habe ich sie nach Hause gebracht. Und jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal hier rausgehen. Mann! Eine verführerische Tür. Na also, habe ich mir erstmal einen Keks reingedrückt. So, von da komme ich. Ein Schrank. Tja, ich bin ein Schrank von einem Kerl.
Na gut, ich habe mich jetzt raus aus dem Weg gequält. Und ja, das wäre dann auf jeden Fall die Burgspitze. Bergspitze, wollte ich sagen. Jetzt werde ich auf jeden Fall... Ich werde jetzt jedenfalls wieder nach unten fahren. Und dann werden wir uns weitere Dinge ansehen. Mal schauen. Na denn, ich habe mich wieder hierhin begeben, damit ich die Folge entsprechend abschließen kann. Um zu sagen, die Bergspitze war bis jetzt eines der Highlights im Park. Und mal schauen. Irgendwo muss ja noch die Elytra-Bahn sein. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und ob das schon wirklich alles war. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, dass ich wieder hier in diesem Park unterwegs war. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Schaltet doch wieder ein, wenn es soweit ist. Lasst mir Feedback da, wenn ihr wollt. Und was mir auch helfen würde, empfehlt mich doch weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.